So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Wir haben Veganpal gegen Moonstompy. Ich habe mir wieder den Dommer geschnappt. Guten Tag nochmal. So, das ist was sind das denn für komische Würfel? Das ist wieder irgendwann, weil Christoph ausgepackt hat aus seinen Yu-Gi-Oh! Zeiten. Ist das... Das sind diese Special-Würfel, die ja, aber was, teuer was war sind. Das? Was, das? Die waren doch von... War das eine 5 und eine 6? Ich habe keine Ahnung, was gewürfelt hat. Ich glaube, das eine ist eine 1. Nee, echt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, wer gewonnen hat. Also besser als die GW-Würfel, die manchmal rumgeflogen sind. Ja, das ist die... Ja. Die Warhammer-Würfel, wo man teilweise einfach nur anhand der Striche und Sterne... Und Sterne bedeutet was oder anderes oder Knubbel. Ja. Dieser Knubbel bedeutet, er hat 2 Punkte. Was? Gut, Mulligan von Moonstompy, Veganpal scheint zufrieden zu sein. Das müsste eine etwas ältere Stompy-Liste sein. Tatsächlich, ich glaube, der spielt ja da noch mit 7 Goblins. Nee, Christoph hat tatsächlich nie mit 7 Goblins gespielt. Christoph spielt die Liste 1:1, die ich in Bottrop und mal 2x Top 8 geschoben habe. Aber nicht das Bett. Also meine Liste. Ja, nicht ganz. Ich habe sie ja leicht modifiziert, damit ich die aus dem Internet nehmen konnte. Weil du bis dato ja noch mit den Dingen gespielt hattest, mit den Goblins. Da fing das ja erst an, dass man diese Goblins runtergenommen hat. Ja. Das war ja Anfang des Jahres, weißt du, noch damals, wo man noch rausgehen durfte und so. Diese ganz komischen Zeiten. Ich verstehe dieses Prinzip von draußen nicht mehr. Okay, doch ein Mulligan vom Veganpal. Mountain, Affe, Chalice, oh, schön. Das ist schön. Kein Mana-Dog für Kevin. Hier erstmal wieder ein Yu-Gi-Oh!-Würfel. Das ist also eine 1. Das ist also eine 1, okay. Ah, wunderschön. Oh, diese Mountains sind so grottenhässlich, ey. Ja, weißrandige Mountains zu spielen ist schon traurig. Ja gut, aber ansonsten, sag mal, noch ein Mountain. Nee, ist kein Mountain. Stimmt, ich denke die ganze Zeit, das war ein First-Term-Blood-Moon, aber es war kein First-Term-Blood-Moon. Nee, das war eine Chalice. Es war nur eine Chalice. Hier kommt der Magus. Ich sehe auch eine Trinisphäre auf der Hand. Die hat der die Frage, ob man, jetzt hier auf den, ob man jetzt hier nicht einfach in der Trinisphäre hätte gedroppt. Nee, wieso? Der hat nächste Runde die 3 Mana. Dann ziehst du das Value nicht mehr da raus. Ja, okay, I see. Also so nach Turn 1 oder Diamond Turn 1 ist die, oder Diamond Turn 2, Turn 2 ist die immer so ein bisschen... Ja, vor allem je nachdem, wer angefangen hat. Natürlich. Ja. Also wenn man selber angefangen hat als Moonspieler, kann man natürlich noch Turn 2 Trinisphäre... Solide. Kostet dann nur noch einen Zug. Also ich habe auch schon relativ häufig in letzter Zeit auf X-Match mit einer Turn 1 Trinisphäre und einem Turn 2 Kahn und einem Turn 3 Lettis gewonnen. Ja, das macht die Version auch regelmäßig tatsächlich. Das ist ja das Schöne an der Version. Und da kommt eine Kotl. Kotl natürlich richtig gefährlich. Okay, der scheint zu resolven. Also haben wir jetzt bei Kevin einen... Da wurde eine Karte gezogen von dem Monster. Da wurde eine Karte gezogen, ja. Weil wahrscheinlich verwirrt war. Genau, wird wieder oben draufgelegt. Genau. Jetzt sind wir richtig. Passiert hier nun wieder mal, gerade wenn man so mit die ganze Zeit mit Flash-Kreaturen gefühlt spielt. Ja, jetzt sind wir bei Kevin auf der Hand. Wahrscheinlich eine ganze Menge Ein-Mana-Spells und ziemlich viel Blau. Ich habe einen Green Zombie, glaube ich, gesehen. Ich habe einen Brainstorm, ich habe einen Noble Hierarch. Mit Zeniten kommt der halt super geil an Dings ran, ne? An den Mana Dog. Ich sehe auch eine Abrupt Decay, einen Oko. Ich weiß gar nicht, ob ein Zenit drauf war. Ich glaube, und einen Moon dran, das ist natürlich dann. Aber die hässlichen. Tatsächlich finde ich die hübscher, aber ich weiß, warum du die anderen hübscher findest. Ja, weil die teurer sind. Ja. Die sind teurer, die sind immer besser. Hübscher. Astrolab. Ja, jetzt hat er mal ein Problem. Wird gecountert. Gefixt, aber stimmt. Nee, also es war dieses Mal reinspielen, mal gucken, ob der Gegner es realisiert. Ja, oder Kevin hat es einfach nicht dran gedacht. Doch, Kevin denkt da regelmäßig dran. Der macht das aber tatsächlich genau wie ich. Viele Leute sind ja wirklich in einem Friendly-Spiel so, dass die auch gar nicht da reincasten, wie so eine Chalice, weil die sich denken, oh, das ist ja unfair, wenn ich das mache. Meiner Meinung nach, abgesehen davon, dass es kein blaues Mana macht. Ja, hat er gerade auch gemerkt. Lassen wir das mal. Das ist halt die Frage. Christoph ist jetzt darauf angewiesen, dass er was Vernünftiges zieht, ja, bevor Kevin blaues Mana hat. Ja. Oder sich irgendwie rausziehen kann. Weil wenn die Chalice weg ist, ist Kevin, glaube ich, im Spiel. Ja.
Weil das er hat ist halt die Frage, hat er da auf der Hand, das sieht aus wie eine Bridge und noch eine Trinisphäre? Eine Trinisphäre und auf noch jeden irgendwas. Fall. Ich weiß nicht, was das andere war. Weiß nicht, spielt er die White Bordered Bridges? Ja. Okay, dann setzt man erstmal eine Brücke. Die kann halt auch richtig scheiße werden, wenn der Kevin jetzt auf einmal ein Oko hat, ne? Ja, geht. Dann ist wir wissen ja alle, Oko mit Magus-Hormon ist gar nicht so interessant. Ja, das stimmt, aber das geht mir, der hat ja auch den Moon-Effekt auf dem, über dem Blattmond auf dem Feld. Das geht mir eher darum, dass der Oko das halt einfach los wird. Force kostet 3 Mana, plus Force, plus Pitch. Du hast ein Leben verlieren. 3 Mana Force mit 2 verlorenen Handkarten und einem verlorenen Leben? Nehme ich. Na, ist schon ziemlich gut. Also, Smooth Stompy wird ja wie ähnlich wie die ganzen anderen Stompy-Decks manchmal als sehr hirnlos dargestellt, wo ich sage, das ist gar nicht richtig, wie viele Kleinigkeiten man dabei bedenken muss. Ja, du verlierst halt oft wegen Kleinigkeiten tatsächlich. Ob du einen Kahn plus oder einen Kahn minus. Genau. Welche Starthand du hältst, dabei fängt es meiner Meinung nach schon ganz krass an. Ja, das ist schon Game 1. Und sie kostet 3 Mana. Ja. Also wurde auch gerade drauf hingewiesen. Ich glaube, Kevin ist gerade ein bisschen ja, ein bisschen gefrustet. Kann ich aber verstehen. Also wenn man hier auf der anderen Seite... Wenn man keinen Magus hat, dann nimmt man eine Chandra. Ja. Keinen Kahn hat, nimmt man eine Chandra. Kann ich forcen, weil er es gespielt hat. Dann jetzt einfach nur noch jetzt für 2 Damage. 2 Damage, 18... Müsste jetzt auf 16 sein. 16 sein, ja. Dann 16 eigentlich, aber okay. Ja, sehen Sie nicht, ist nicht schlimm. Oh, kann schlimm werden, tatsächlich. Werde ich jetzt im Auge behalten, ob das am Ende nicht einen Unterschied macht. Mhm. Ah, das ist halt, ja, genau. Ja, das ist wirklich der Moment, wo man wirklich scoopt. Auch ein bisschen auf die Zeit bezogen, weil man kann mit Moonstompy auch ganz, ganz lange Matches haben, wenn der Gegner nicht aufgibt. Ja. Weil das Deck selber zwar ein paar gute Finisher hat, aber wenn die ausgeschaltet werden, dauert es ewig. Ja, also ich habe im Bottrop ja auch schon gegen einen gespielt, der hat unter einem Lettuce, also ein Krixis Delver, der versucht hat, unter einem Lettuce noch irgendwas zu machen. Ja. Konnte er zwar total vergessen, hat er aber lange nicht gesehen. Ja, und wenn er dann noch ein bisschen Zeit wastet, und dann kann das halt mal passieren, dass man da auch hinten raus ein bisschen Probleme von der Zeit her kriegt. Deswegen da einfach aufgeben. Es ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr anstrengend für den veganen Pfeilspieler, meiner Meinung nach. Mit der hat noch Dead and Gone drin. Ja. Ja. Gegen Kevin ist halt schwierig. Ja. Awakened Inferno ist so ein semi-geil. Die Pyroblasts auch. Man könnte halt die 4 Leyline reinnehmen, weil man, wenn man weiß, dass das Vegan-Pile Knights hat. Ja. Ich weiß aber gar nicht, ob das Vegan-Pile Knights hat. Ich glaube nicht. Ich glaube. Vielleicht einen, weil wahrscheinlich. Irgendwie ich habe die Deckliste gerade nicht mehr im Kopf. Es tut mir leid, Kevin, wenn du das siehst. Bitte schlag mich nicht. Aber das wäre vielleicht noch eine Idee, da die Leyline mit der Helm-Kombo als zusätzliche Win-Option einfach reinzunehmen. Ja. Egal, ob es die Knight hittet oder nicht. Einfach nur als zusätzliche Win-Option. Ja, Kevin kann halt relativ viel einfach reinnehmen. Ja, genau. Er hat aber auch relativ viel, was er einfach rausnehmen kann. Also ich weiß nicht, wie gut Teferi in dem Matchup ist. Er kann halt mal was bouncen. Der kann dir halt ein Nightpiece loswerden, das ist halt schon schön. Der Static-Effekt, tatsächlich ist der Static-Effekt auch sehr, sehr wichtig, weil mit dem Static-Effekt kannst du ja die Chandra zwar plussen, kannst die Sache, die du mit der Chandra exiled hast, aber ja nicht spielen, weil was auf dem Stack liegt. Oh mein Gott, soweit habe ich gar nicht gedacht. Krass. Das blockiert den Plus von der Chandra zu einem gewissen Teil. Ja, und theoretisch auch Stomp, End of Turn Stomp oder so von dem Bonecrusher Giants. Ja, okay. Wenn die, ich weiß gerade nicht, ob sie drin sind. 3 Stück, da sind die Goblins für geflogen. Ja, wie mittlerweile eigentlich gang gäbe, ist dort die Legion Robots raus sind. Ja, genau. Gut. Mal gespannt. Kevin darf anfangen. Das sind schon 3 Soul Lands und keine Rotquelle. Sehe ich das richtig? Doch eine Rotquelle und 3 Soul Lands. Das ist ein Chromox. Chromox, ein Land, 3 Soul Lands. Das ist relativ safe in Mulligan. Ja, das klingt alles nicht so geil. Das ist ein Warboss und ganz hinten war, glaube ich, eine Chandra. Oh, reit den Warboss zum Sieg, kann halt auch funktionieren. Das wird auch gehalten tatsächlich, okay. Interessant. Ja, kann natürlich sein, dass das andere eine Chandra ist. Gut, wenn man jetzt was zum Pitchen findet, kann man halt Turn 1 Chandra, Turn 1 Warboss, Turn 2 Chandra machen. Das ist schon hart.
Da muss man auch erstmal beantworten. Ja, genau. Die Frage ist, ob man das zieht. Das ist ja oft, das Deck verliert ja ganz oft gegen sich selber. Einfach ja, auch mal. Definitiv. Die Top-Decks sind manchmal Hölle. Ja. Und das war eine zweite Chandra. Ich glaube, das funktioniert jetzt. Das ist das falsche Soulland. Das ist auf jeden Fall das falsche Soulland. Wenn man Ancient Doom auf der Hand hat, will man nicht mit der City starten, meiner Meinung nach. Ich sehe jetzt What's the Plowshares auf der Hand. Auf der anderen Seite, wenn er gleich die Chandra droppt, hat er einen Mountain. Hat er mit der Chandra, wenn die kommt, die zwei Mana wieder raus, in der Theorie. Ja, aber es wäre halt schon schöner, einfach nur die Länder zu haben, weil die zwei Damage sind auch, glaube ich, nicht so relevant. Noch nicht. Mit dem Warboss auf dem Board eh nicht, aber ich glaube nicht, dass der lang bleibt. Ja, wie gesagt, bei Kevin auf der Hand auf jeden Fall ein Swords to Plowshares. Und damit ist das Vegan-Pile meiner Meinung nach sogar wieder vorne, ja. Weil wenn man halt die Chandra auf der Hand noch nicht so betrachtet. Übrigens, wunderschöner Token von MTG, Tokens für MTG.com. Wunderschön. Man kann Schleichwerbung auch definitiv subtiler machen. Ja, ja, ich weiß, aber das ist ja der Grund, warum ich es genau so mache, damit die Schleichwerbung nicht subtil ist. Ja, da kommt das Swords. Den Token gibt es 100 pro auch mit Brüsten. Ja, gibt es. Dann sitzen diese Brüste an dem Feuer und... Stimmt, die essen Fleisch. Das ist genau. Der Goblin, der Fleisch frisst. Genau. Den habe ich auch auf der Wunschliste. Ja. Also tatsächlich hat Christoph eine ganze Menge von diesen Tokens bestellt. Und zwar verschiedenste Versionen von den Goblin-Tokens. Ich glaube, jeden Goblin-Token, der auf dieser Seite drauf ist. Ach du Scheiße. Und davon jeweils so 5 bis 10 Stück. Naja, wenn man auch einen Grenko-Commander hat, du weißt, wie ein Grenko-Commander abgeht. Ja. Und du weißt, dass man im Commander keine Würfel benutzt für Token. Nö. Da ist man solide. Da nimmt man einfach zur Not eine Deckbox mit den Token mit. Ja, genau. Ja, genau. Hier ist nämlich jetzt das Problem, dass man halt jetzt das Land opfert. Jetzt die Chandra hat und jetzt kommt das Force. Und das ist halt das Problem. Du hast eine relativ starke Starthand mit dem Warboss plus der Chandra. So, Warboss ist beantwortet, Chandra ist beantwortet. Und jetzt muss halt das Top-6-Ding. Hand sind halt Land, Trinisphäre. Du hast halt keinerlei Hate-Pieces liegen. Nee. Du hast keine Trinisphäre liegen, du hast. Ich weiß nicht, was er jetzt noch auf der Hand hat. Auf jeden Fall Länder. Zwei Länder und eine Trinisphäre. Das sieht aus wie noch ein Warboss. Trinisphäre? Eine Trinisphäre. Ja. Ist halt auch okay. Ist okay, aber glaube ich, stört aktuell den Veganfallspieler weniger. Der Veganfallspieler muss auf der anderen Seite auch eine Thread finden. Sonst ist er in 15 Runden tot, wenn er 15 Runden lang nichts sieht. Ja, das kann halt auch mal passieren, ne? Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja relativ low. Das, ja. Ja. Uro. Uro, drei Leben, Karte ziehen, Land droppen und... Jetzt muss eine Ensnaring Bridge her. Ja, ganz, ganz schnell. Weil wenn der Uro länger als eine Runde liegen bleibt... Das holst du nicht mehr rein. Denke auch nicht. Zudem ist das ein 6-6-Buddy. Genau. Das ist ziemlich plus schwierig. Plus Card Draw. Da kommt dann das normale Land. Damit hat man dann immer noch drei Länder offen. Aber ich glaube nur noch eine Handkarte. Ist aber irrelevant. Man kann mit Doppelfetch... einfach auf 4-5 Karten im Friedhof kommen. Ja, ja, das ist jetzt... Ein Bloodmoon wäre jetzt ganz gut. Oh, ja gut, Fetch. Ich habe einen Pyroblast in der Hand gesehen. Hätte ich nicht gemacht. Obwohl, er hat ihn ja, er kann den ja noch spielen, stimmt. Mhm. Stimmt, obwohl jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist auch die Frage, inwieweit das mit dem... Ah, ein Uro kann man jetzt noch spielen? Der kann den Uro spielen, dann kann er ihn noch zerstören. Dafür muss dann aber auch der Pyroblast durchkommen nächste Runde. Der würde ja durchkommen. Also wenn er jetzt gleich... Wenn er den Uro spielt und keinen zusätzlichen Landdrop hat. Ja, stimmt. Stimmt, das kommt ja dabei. Der darf ja wieder Lindert spielen. Das ist natürlich sehr anstrengend tatsächlich. Es ist halt jetzt ätzend. Da sind zwei Mountains, zwei Forests. Mismatching Snow-Covered Mountains. Forests, das by the way. Das ist das Land. Ja, aber das kann er nicht fetchen. Nee. Das ist einfach ein Mountain. Punkt. Aber Noble Hierarch regelt. Beste Karte, meiner Meinung nach. Genau. Er geht raus, 5 Karten weg. Kostet 3 Mana. Kollege, kostet 3 Mana. Ja, wird ja auch angedeutet. Sehr schön. Das ist halt... Ja, das ist jetzt unangenehm tatsächlich. Ich glaube, da hat Christoph auch ganz kurz nicht damit gerechnet, dass er jetzt gleich...
Die Krux an der Sache mit den Blasts ist ja auch die Chalice. Aber die sind halt leider aktuell, gerade bei den ganzen Decks, es gibt Decks, die 4 Okus, 4 Uros spielen. Also, ja, also man braucht einfach die Blasts. Ist ein Muss. Ja. Jetzt dann hierfür wieder die 3 wieder wegtun. Gehen wir auf 15. Ja, keine Kotl. Das war auch. Konnte eh nicht, weil waren nur Mountains. Stimmt. Das habe ich nicht gesehen. Mhm. Oh. Ja, das ist. Man muss halt auf so vieles achten gegen das Stompy-Deck, weil es auf so vielen Engels angreift. Wenn alles nur noch Mountains ist, die Einser gescountert werden und trotzdem alles 3 kostet, das auf dem Schirm zu haben, ist halt schwierig. Naja, muss auf jeden Fall 1 Snowcover damit bezahlen. Mhm, weil der Hyrox ist nicht kein Snowcover mehr. Genau, genau. Ja, so ist, glaube ich, am idealsten. Tap hin, tap her, tap rum. Genau, so ist, glaube ich, am idealsten. Jetzt ist man halt aus dem Blood Moon relativ easy raus, aber das war ja vorher auch schon. Jetzt hilft halt ein Karn. Ja, aber wie gesagt, aktuell ist er aus dem Blood Moon so weit raus, dass es aber eigentlich auch nicht interessiert. Er war ja vorher schon raus. Er hatte von seinen 4 Farben, 3 Farben. Ich weiß gar nicht, hat er ein weißes Basic drin? Nein, er spielt 2 Forests, 2 Inseln. Kein Schwarz, kein weißes Basic. Wofür braucht man Basics in dieser Welt? Und jetzt kommt wahrscheinlich ein 4 Mana, Green Sun Zenith. Auf ein Questing Beast. 1, 2, 3, 4. Oh, das ist natürlich 5. Also X4, korrekt? Oder war X3? Ja, X4 meine ich. Jetzt sehen wir jetzt. Ich gehe mal davon aus, er geht aufs Questing Beast. Ja, ich kann dir jetzt schon sagen, wird er nicht tun. Er wird jetzt länger suchen. Dann wird er seinen Sideboard in die Hand nehmen. Oh, nee. Oh, das ist nicht wahr. Der hat das Questing Beast rausgenommen. Er dachte halt, wenn der Gegner eh mit so vielen Bridges spielt, braucht man es nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man das Questing Beast Game 2 und Game 3 gegen Monorep Prison gut benutzen kann, ist sehr low. Ja, das stimmt, ne? Deshalb ist das okay, das rauszubohren, aber genau in dieser Situation wäre das einfach so Gold wert gewesen, weil es wäre einfach in 4 Runden hätte das einfach getötet. Er kann sich jetzt auf dem Dreier-Slot einfach den 2. Uro raussuchen, der aber nicht so viel bringt wie der 1. Uro, meiner Meinung nach. Hat er einen Tracker Nee, Tracker ist für den 2. Uro tatsächlich rausgeflogen. Ja, dann hat er ja eigentlich nur noch den Uro. Was hat er noch? Ja, Uro wird's. Denke auch. Ja, ist halt schade. Ja, er ist halt dabei bitter, weil, wie gesagt, im Normalfall ist es so, dass man das Questing Beast locker rausborden kann. Genau in dieser Situation war es der größte Fehler, den er hätte machen können, meiner Meinung nach. Mhm. Wunderschöner deutscher Uro mit dem Stempel drauf. Ich kurz im Strahl. Den hat er auch nicht mehr. Der ist kurz danach dann hopp über die Gruppe gegangen. Gut, Uro selber jetzt wird halt jetzt wieder weggesackt und kriegt wieder 3 Leben. Es gibt zumindest mal eine Runde Zeit. Zieht eine Karte, darf noch ein Land legen. Sie fragen, ob man das Land hier noch legt. Meiner Meinung nach wäre das ein Fehler. Nee. Auf der anderen Seite kann man es eh nicht wegbrainstormen, ja? Wegen Moon. Aber du kannst eine Handkarte faken, ist auch nicht unbedingt schlecht. Mhm. Ja, denke auch. Ähnlich. Erst mal angreifen. Ja, ist Beat ja für 3. Safe. 15. Land go. Auf beiden Seiten jetzt nicht das meiste los. Jetzt wäre halt die große Chandra auf der Seite vom Moonstompy gut. Ja, aber dafür brauchen wir noch ein Land tatsächlich. Dann wäre das natürlich richtig nice. Ja. Blau, blau. Rot. Kommt dann Teferi? Ja, da kommt Teferi. Ah, blau, weiß. Farblos, Teferi. Okay, Teferi kann natürlich jetzt auch richtig mies sein, wenn er jetzt hingeht und zum Beispiel den Chromox bounced. Ja, dann ist der einfach mal Mana los. Ja. Die Trinisphäre zu bouncen ist halt so irrelevant, glaube ich. Ich frage mich halt, ob er den Magus bouncen sollte, einfach nur um die Möglichkeit zu haben, die Fetches zu benutzen. Mhm. Aber der hat ja schon viele weggetappt. Wollte ich gerade sagen, er hat gerade schon wieder welche weggetappt. Deswegen ist das gerade ein bisschen schlecht. Das wäre aber eine gute Idee gewesen, tatsächlich. Also einfach den Magus bouncen. Den Magus bouncen. Zwei Fetchländer? Ich glaube, 2 Fetchländer sind es. Ein Fetchland hat er oben noch drin, 2 sind noch unten drin. Wären 3 Fetchländer getappt gewesen, wäre auch echt gut gewesen, ja. Vor allen Dingen 3 mehr Karten im Friedhof. Ja, genau, meine ich ja für Euro wieder zum Casten. Auf der anderen Seite kann man jetzt halt auch überlegen, man kann den Goblin jetzt komplett wegnehmen, kann einfach die Clock von 5 Runden auf 7 Runden erhöhen, auf 8 Runden sogar. Dann bounce den
Oh ja, natürlich, zum Kartenziehen. Stimmt, haben wir ja ganz außer Acht gelassen. Ja, natürlich, Astrolab, da bin ich ja nicht. Ja, richtig gut. Ich meine, aktuell ist eine 3-Mana Astrolab halt nicht so geil. Aber es bringt zumindest mal jetzt ein paar Handkarten, weil ich glaube, das ist alles, was der Vegan-Spieler gerade braucht. Geht es Goose? Geht es Goose? Eine Goose. Hat dann Food, hat dann Oko? Oko wäre jetzt natürlich dann richtig nice. Wenn jetzt noch Oko kommt, plus auf den Food into 3-3er. Dann ist rum. Dann ist vorbei. Ich glaube, der Food wird nicht lange dort liegen. Der wird jetzt einfach in die Doorstep gegangen. Weil, Schleichwerbung, der wird gleich ausgetauscht gegen einen Token von Token2MTG.com. Alter, hier müsste ein Phrasenschwein stehen. Ey. Ja, bitte, bitte, bitte. Das ist natürlich nicht schlecht. Nee, es kommt nur das Astrolab into Draw. Anführungszeichen nur. Ja. Das Schöne ist halt, dass jetzt trotzdem sowohl der Goblin als auch der Magus of the Moon in den... in die Goose laufen. Nee, in den Ding müssen. In den. Da ist der Token. In den Teferi. Stimmt, ja. Damit, damit er überhaupt sonst stirbt. Ansonsten würde er nicht sterben. Und dann hätte er in 2 Runden nochmal die Chance. Okay, es war nur ein Feldstand, was getappt war. Also hätte man das trotzdem machen können für ein Feldstand? Das ist halt die Frage. Ob da die 2 Draws nicht wirklich auch besser waren, die er jetzt gemacht hat. Ich denke, wieso hat er den... Ja, okay, macht er keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied, ob der den Goblin blockt. Er hat den Magus nicht geblockt, weil er braucht das, die Goose. Oh, für 3 noch eine Trinisphäre? Ja, noch Trinisphäre. Die Hand hat sie bei verraten, weil die Hand direkt unten war, direkt bei den Artefakten und bei den Ländern. Mhm. Hätte er die Hand weiter nach vorne getan, hätte man direkt davon ausgehen können, dass es ein Land, eine Kreatur ist. Oder ein Planeswalker. Ja, aber genau. 3, kein Planeswalker. Ja, doch, man gibt ja Listen, die sogar einen T-Ball da drin spielen, ja? Boah. Das sind die Leute, die auch abends kleine Kinder verprügeln. Aber... T-Ball. Ja. Hier ist auch ganz witzig, by the way, die Goose... Macht jetzt jede Runde, kann jetzt einen Food machen, der wieder 3 Leben gibt. Mhm. Das heißt, er stort sich jetzt jede Runde die 3 Schaden. Genau, und damit sitzen sie dann komplett fest. Und sobald er dann zuhaut, kann er dann anfangen, mit dem Noble Hierarch zuzuhauen und 1 Schaden pro Runde zu machen. Jetzt ist die Frage, ich hätte eine Chalice gesehen. Mhm. Ich würde die auf 2 spielen. Ich glaube, auf 2 ist fast nichts in dem Deck drin, außer halt die Kotel. Kotel sind, glaube ich, okay. Mhm, die kommt wahrscheinlich auf 3. Brainstorm. Whiteboarded Brainstorm. Weil die Kotel fliegt dich halt tot. Zwar sehr, sehr langsam. Ja, das macht. Geht. Aktuell ist die 2-2. Niemals Edelmut von Noble Hierarch vergessen. Das verringert die Clock meistens um die Hälfte. Außer man spielt Delver. Ja. Aber ich kenne wenige Delver-Decks, die Noble Hierarch spielen. Ich glaube, es gab mal eine Zeit lang, wo man Bahn-Delver gespielt hat. Weißt du, damals, als man noch so Survival of the Fittest und Töpfchen spielen konnte. Ich glaube, da haben die auch Stoneforge gespielt. Ja, ja, genau. Ja gut, Chalice auf 1 tatsächlich. Man hätte auch 2 gehen können, klar. Ja, ist halt die Sache, er hat ja gebordet, aber er hat halt schon einen Pyroblast raus. Es ist die Frage, hat er 3 drin, also ein 2-1-Split? Cool. Da ist er. Ja. Wieder sind die 3 Feldsteine getappt. Oh mein Gott. Eieiei. Ja. Der hat definitiv Death Touch. Ja, mit 4. Wieder die. Ja, aber jetzt dieser Single Goblin, der halt da immer noch mit einem Angriff rumhängt, wo man die Goose gegenblocken kann. Ja, so langsam ändert sich der Driver Seat, glaube ich. Mhm. Da wird noch ein Food gemacht, weil nur mit mehr Essen geht es einem gut. Wäre jetzt dein Moment gewesen, um schon wieder Schleichwährung zu machen? Nein, 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 nein. Alles okay. Reicht für diese Folge auch wieder. Dann kann ich ja damit anfangen. Nur 2 von den Fetchlern gehen drauf. Ja, jetzt ist halt das Momentum definitiv bei Kevin. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er mehr als diese 2 Länder überhaupt noch fetchen kann. Der hat jetzt... 1 kann er noch fetchen. 2 kann er noch fetchen. Ja, es geht dabei, glaube ich, primär um die Er hat selber nochmal nachgeguckt. Ah. Er hat selber nochmal nachgeguckt, ob er überhaupt noch Targets drin hat. Ja, finde ich sehr gut, dass ich da nicht alleine bin. Da geht es halt mittlerweile, glaube ich, eher um die Karten im Friedhof für den Uru. Ja, natürlich, natürlich. Also wenn jetzt der Uru noch rauskommt und nicht direkt mit einer Chalice beantwortet wird, ist hier, glaube ich, ganz, ganz schnell geschafft. Mit einer Bridge. Ja, ja, und dann ist glaube ich, ganz, ganz schnell im Schacht. Und selbst die Bridge
Aktuell hält sie noch relativ gut auf, aber dann muss man halt auch einen Weg finden zu gewinnen. Ja, ja, aber ein Ausweg wäre ja so, wo, also ich glaube, in dem Deck ist ja auch ein, der andere Edelmuter drin. Nee, da ist aber eine Knight of the Reliquary, glaube ich, drin. Also wäre wär sowohl Green Sun's Zenith als auch Okon aus. Apollos Abrupt Decay natürlich. Decay und Teferi, also... Ja, es ist eine Menge, was dann da rumkommen kann. Das ist halt schon nicht mehr so wenig. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Und der wird jetzt auch kommen. Ist es hier die Frage, ob man hier als Moonstompy-Spieler jetzt Zeit spart und aufgibt und sagt, okay, lass uns die dritte Runde spielen? Wenn er die Bridge auf der Hand hat, kann er es noch probieren. Ja. 12 Leben kriegt man noch weg. Ja, 15. Aber wenn ich die Bridge nicht hätte, würde ich surrender. Ja, plus ist halt noch die Frage, ob man nicht einfach den Khan in Toilette das einfach findet. Bei Khan in Toilette, das macht jetzt auch aktuell nicht so viel. Nee, gar nichts. Der Khan, der wird einfach rumgebumst. Ja, natürlich ziemlich ehrlich. Und den Khan jetzt zu droppen, nur um die Bridge, wenn man sie noch im Sideboard hat, aus dem Sideboard zu holen. Schlecht. Das kostet 3 Mana? Jawohl. Ja, super irrelevant bei so vielen Ländern. Aber da kommt der zweite Gruß. Und das dritte Futter. Ja, das ist jetzt halt, wie gesagt, meiner Meinung nach, ich hätte jetzt schon als Mondspieler lange aufgegeben. 6. Das sind noch 9 Leben im Petto. Ja, das sind noch 9 Leben im Petto. Ja, das kriegst du nicht mehr raus. Ganz, ganz schwierig. Du könntest halt jetzt den Khan droppen, dann muss er den umbumsen und er kann in der Zeit keine Foods knacken. Ja, aber das ist schon ziemlich eklig. Okay, sie spielen halt nicht auf Zeit. Nee, genau. Doch, das hätte ich doch. Ja? Die Aufnahmen sind auch trotz weiterhin mit 50 Minuten. Ganz normale Tournament Rules, auch wenn wir wegen Corona uns aktuell nicht im Laden treffen können. Als Judge bin ich dazu angehalten, das alles nach Tournament Rules zu machen, wenn es in Training geht. Und dementsprechend das Einzige, was noch so ein bisschen vage ist, ist so, ja, kann ich machen, ja, kann ich nicht machen, wird nicht jedes Mal ein Judge gerufen, sondern wird eher Casual Style so ein bisschen was gerichtet. Und ich jetzt holt er sich den Hexdrinker. Auch natürlich richtig gut, wenn der relativ schnell hoch ist und mit dem Oko noch, mit dem Uro noch dabei angreift. Diese ganzen O's, das ist so, hey, wir nehmen die eine Karte, Oko, die andere Uro, die nächste heißt dann Uri oder was? Oder Kroxan. Ja, Kroxan, gute Karte. Kann man auch mit Loros spielen? Leider kann man Loros nicht mehr spielen. So Loros, ne? Ja. Wäre schon witzig gewesen. Ja, hier wird ein Food geknackt für 3 Leben. Ja, weil da eine gewisse Person nicht aufgibt. Nee, für Manat. Ah. Stimmt, der hat die Goose ja mitgetoppt. Ja. Die Gildene Gans. Ich glaube, das ist beides keine Bridge, wenn ich es richtig sehe. Das ist, zumal er auch die, das Ancient Tomb da liegen hat, das ist eine Chandra. Spätestens jetzt hätte ich aufgegeben, einfach nur um die Zeit zu sparen. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt hier seinem Gegenüber auch so ein bisschen den Freund raushängen lassen und sagen, hey, du darfst mich verhauen. Tu, was immer du möchtest. Ringelfies mit anfassen. Ja, genau. Also allein schon vom Money her ist das Board von Kevin definitiv schwerer. Ja, aber generell muss man sagen, ist das Moonstomp hier auch nicht so teuer tatsächlich. Nee. Das ist tatsächlich für ein Legacy-Deck. Früher war es ja so, dass die Einsteiger-Legacy-Decks alle so bei 500, 600 liegen. Mittlerweile ist 800 so die Grenze, wo die Einsteiger-Decks anfangen, weil das ganze Format halt auch einfach teurer wird, weil es alt ist. Ja. Und da passt Moonstompy meines Erachtens nach relativ gut rein. Wenn man auf Budget geht, auf jeden Fall. Ja. Die Chalice sind in den neueren Editionen okay vom Preis. Ja, genau, darum geht's ja. Man sucht sich wirklich so die günstigsten Sachen raus. Die Chandren sind jetzt neulich erst reprintet worden. Oder die kriegen jetzt einen Reprint in dem Dingset. Die waren echt teuer geworden durch die... Ein 20 Stück, das war schon heftig. Nee, die waren damals auf 40. Echt? Die wurden wieder runter, als dann angekündigt wurde, dass ein From the Vault. Ein Spellbook, Chandra-Spellbook. Genau, und mit der Chandra, wo halt irgendwie auch keiner mit gerechnet hat. Nee, echt überhaupt nicht. Nachdem sie vor allem nicht so einen komischen Jace und so einen der schlechtesten Gideons meiner Meinung nach genommen haben. Weil die Chandra in dem Spellbook natürlich gut aussieht. Ja, und die könnte Christoph natürlich super in den Deck spielen. Ja, in dem Frame auf jeden Fall. Die ist echt schön. Ja. Abrupt Decay wird nicht von der Chalice of 2 gecountert. Das ist nämlich schlecht. Ja, und jetzt wird hier ganz schnell ums gemacht, wenn mir jetzt nicht... Auf der anderen Seite, hätte man hier die das Abrupt behalten sollen gegen eine Bridge?
Weiß ja nicht, was er auf der Hand hat. Ja, der Blattmond ist total irrelevant. Chris, ja, das kannst du knacken. Macht er auch. Ich weiß halt nicht, was noch auf der Hand ist, aber hätte man hier den Abrupt Decay behalten, nur für den Fall, dass man Top Deck Bridge into Dinge macht? Der war so im Driver Seat. Ja. Das Momentum wäre halt hart gebrochen worden, meiner Meinung nach. Wenn er die nicht los wird. Ist halt die Frage, wenn du sowas wie ein Zenit. Ja, da ist das Questing Beast, was jetzt eingeladen wurde. Meiner Meinung nach aber nicht gut. Also meiner Meinung nach ein Fehler. Aber ich habe das Vegan-Pad auch nicht so oft und so lange gespielt wie Kevin. Das Moonstompy kommt halt schnell hinter einer Bridge unter drei Handkarten, wenn es die überhaupt schon überhaupt noch hat, wenn die Bridge kommt. Genau, also. Das ist halt auch meine Erfahrung. Aber gut, ich habe ja auch Moonstompy wesentlich mehr gespielt als Vegan-Pad. Deswegen weiß ich nicht, wie gut Vegan-Pad mit einer Bridge klarkommt. Ich habe gegen Kevin ein paar Mal gespielt. Durch die Green Sun Zenith-Möglichkeiten ist halt die Möglichkeit, die Abrupt Decay, also er hat schon viel, gerade auch die Planeswalker, so ein Oko handelt das Ding ja auch ganz schnell. Es sind zwei Mountains, ein Stomp, also ein Bonecrusher Giant, eine Chalice, ein roter Blast. Man könnte hier halt noch mit einem Mountain, roter Blatt, ein Blatten, glaube ich auch. Ne, beide Mulligan, okay. Es ist halt, das wäre halt so eine Hand gewesen bei Christoph. Entweder Soland oder Chromox. Am besten Chromox halt. Ja. Aber du willst halt gegen Kevin, würde ich versuchen, Turn 1 den Moonstart hinzukriegen oder die Trinisphäre aufs Board zu legen. Ja. Weil er kommt sonst zu schnell auf die drei Mana, dann ist die Trinisphäre irrelevant. Ja. Sehe ich ähnlich. Gerade weil das Vegan-Pile ja eben auch durch diesen Maverick-Touch, den Kevin im Deck verpasst hat, eben mit dem Mana-Dogs ganz gut klarkommt. Das ist ein Goblin, eine Chalice, wieder nur Mountains. Also tatsächlich einfach die kein Soulender. Glaube ich, schon in schlechter. Das Mountain, Chromox. Das ist ein Chromox. Ist das ein Chalice auf 1? Boah, der Goblin tut weh. Chalice auf 1 sein, aber ich glaube, da ist ein Khan mit in der Hand. Das wäre natürlich richtig nice. Der kann halt nächste Runde definitiv nicht. Doch, kann er kommen, wenn er ein Soulland zieht. Genau, Soulland into Khan und das Soulland into Lettuce. Halt schon, wenn er jetzt ein Astrolab hinlegen würde, macht er nicht. Ja, Chalice auf 1 wäre das ziemlich doof. Stimmt. Ja. Das ist die Frage, hat er da noch auf der Hand den Khan? Ich glaube noch. Eine Chandra. Ist das die 6-Mana-Chandra? Ja. Ist die 6-Mana-Chandra. Die hätte ich in den Chromox definitiv reingeschmissen. Außer er hat sie gerade gezogen. Ich glaube, er hat sie gerade gezogen. Wenn jetzt natürlich ein Land kommt, wäre das natürlich gut. Dann hau ich sie. Es kommt ein Land. Wenn der jetzt natürlich noch ein Land nachzieht oder Mana, dann hat er natürlich ein richtig dickes Board. Aber. Ja. Jetzt erstmal hier den Khan spielen. Der wird wahrscheinlich einen Force sehen, wenn ich richtig. Ja, natürlich. Definitiv. Muss. Force Kotal. Das ist natürlich nicht so schön für Kernis sein, weil die Kotal würde wahrscheinlich End of Turn spielen hätte wollen. Ich habe noch einen Green Sunset gesehen und viele, viele Länder. Das ist natürlich nicht so nice. Mountain, noch ein Land. Ich glaube, da ist noch ein Swords. Und ein Abrupt. Und ganz hinten ist, glaube ich, ein Green Sun. Bin mir jetzt gerade aber nicht sicher. Das ist eine. Aber wenn jetzt natürlich. Wenn jetzt die dicke Chandra kommt. Ja. Die nimmt halt so ein Control-Deck schon hart auseinander. Mhm. Ja, wobei, das Vegan-Pile ist ja weniger ein Control-Deck. Ich würde es eher als Midrange-Deck deklarieren. Mhm. Da kommt der Green Sun für 1. Ja, Chalice triggert ja nicht. C2. Ja, aber. Ach, der hat geshortcuttet mit dem. Ja, mit dem Land. Was nimmt man denn für eins? Nimmt man da schon? Oh, ein Hexdrinker. Hexdrinker, ja. Ja, gut, bei den ganzen Ländern auf der Hand, die hatte. Ist da vom Lamenium? Ja, das wird noch ausgeschnitten, dass man das nicht sehen kann. Kannst du einen Token drüber blenden? Ja. Von MTG, Tokens von MTG.com. Mhm. Mit Code. Um den Channel zu unterstützen. Ja, aber ich glaube, hier kommt jetzt dann nach dem Fetch, um dann schon mal eine Marke drauf zu. Ja, den Hexdrinker kriegst du in Prison ja relativ safe los. Solange halt nicht Schutz vor allem da drauf ist. Ja, Schutz vor allem ist ein bisschen schwieriger. Jetzt hat er ein Land. War das ein Land? War das ein Land? Das war. Fünf.
Das war ein Affe. Yes. Oh mein Gott. Die gute Chandra. Die dickste Alte auf dem Markt. Die beste Chandra, die man forcen möchte. Ja. Zumindest wenn der Gegner sie forst. Die hat bei mir auch schon mehr als einen Force gesehen. Ja. Jetzt wird die aber den Hexdrinker killen. Ja, ich denke auch tatsächlich, dass man hier jetzt minus, um den Hexdrinker zu töten. Minus, das kostet nur minus A1. Genau. Und den Hexdrinker töten, bevor der zu groß wird. Zu groß wird und zu problematisch. Mhm. Was macht er? Was macht er? Geht auf. Wie viele Marken kommt die denn rein? Die kommt mit 6 rein. Ah, er legt die Marken drauf. Wird geplust, um das Emblem zu haben. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man jetzt, selbst wenn Kevin jetzt komplett hochtritt, kann man nochmal Marken hinlegen. Ja, aber ich glaube, ich hätte ja auch den Hextrinker weggeräumt. Der macht halt jetzt eh ein Minus auf die Chandra. So hättest du nur minus 1 gehabt, so hast du jetzt, glaube ich, ein minus 4. Minus 4, glaube ich. Der wird dann, glaube ich, 4-3. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann auch sein, dass der 3-3 wird. Ist halt die Frage, habe ich schon T4 gesehen? Der macht halt gerade auch nicht das meiste. Ja, wird hier hochgepumpt. Der ist halt, wenn er richtig groß ist, der halt richtig widerlich. Der da muss man halt gucken. 8, ne? Oder 3 bis 4, ne, 3 bis 5, ich glaube 6 ist das, wo er groß wird. Ja, also das ist halt jetzt ein bisschen. Und wenn man jetzt halt zuhaut, kann danach halt nicht mehr minus x gemacht werden. Deswegen, da hätte ich wahrscheinlich auch minus runtergesetzt. Kann schon sein, dass das jetzt game-changing ist, wenn dir jetzt 6 Schaden da reinbolzt. Da kommt der, das Emblem. Schön mit einem Würfel da. Dann ist halt jetzt auch die Frage, gehe ich her und versuche überhaupt noch den Hexdrinker zu... Ja, dann müsste es jetzt die Chandra opfern, um den Hexdrinker loszuwerden. Ich glaube, das ist nicht wert. Das ist echt eigentlich nicht worth. Plus mehr Embleme. Weil jetzt muss Kevin auch nochmal Mana in den Hextrinker reinpumpen, damit er die Chandra umbringt, damit er nicht noch ein drittes Emblem kriegt. Weil ja, wenn jetzt noch ein drittes Emblem auf ihn kommt, wird das halt richtig eklig. Okay, ab 7 wird er groß. Gut. Dann schwingt er die kaputt. Ja, jetzt braucht er halt eine Bridge, ne? Ja. Ich frag mich, was er gerade auf der Hand hat. Wahrscheinlich ein Land. Okay, irgendwas, was er casten möchte. Für 2 Mana zu spielen. Noch eine. Ich glaub, da war noch eine Chandra. Boah! Oh ja! Leck mich. Ja, dann Schluss. Drittes Emblem. Jetzt ist die Frage, ob du jetzt anstelle von Kevin, wenn ich einfach die Chandra ignorierst, ins Gesicht gehst. Ja. Wie viel ist der dann? 6, ne? Er ist aktuell 6-6, ja. Jetzt muss man halt wirklich rechnen, ob man, weil man hat 2 Runden, die man noch hat. Und derzeit verliert man 7 Leben in diesen 2 Runden. Und wenn man die ignoriert, verliert man auch 7 Leben. Problem ist halt, Christoph hat ja immer noch Direct Damage im Deck. Und selbst wenn er nur eine andere Chandra reinknallt. Plus, ich sehe die ganze Zeit das Swords von Kevin. Ja, okay, Schutz vor allem. Schutz vor allem, genau. Er kann den selber nicht wegswarden. Der Oko ist halt jetzt gut. Der Oko kann halt jetzt, ja genau. Der kann auch nochmal ein oder zwei Runden kaufen, weil er die ganze Zeit Foods macht. Genau, wenn der aktuell macht er jede Runde quasi die Embleme auf 0. Ja. Ja, siehst schon, Kevin rechnet. Ja, ja, das ist wirklich... Aber das ist auch keine leichte Situation, in der man sich hier befindet. Und du musst überlegen, theoretisch... Das Sports wird auch gekontert von der Chillis. Theoretisch wäre Kevin jetzt nur mit einem Leben weniger da. Moment, bin ich richtig in der Rechnung? Theoretisch müsste ein Leben mehr jetzt haben, als wenn Christoph direkt das Minus auf den Hexdrinker gemacht hätte. Ja genau, ist ein Leben Unterschied aktuell. Deswegen? Nee, 2 Leben, weil 2 Runden passiert sind. Das stimmt. Ja. Man das muss das ja halt mal Runde rechnen, aber. Das macht halt nicht so viel aus. Ja. Codal Draw versucht noch ein Land zu ziehen oder so. Oder um Oko zu spielen. Eins. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob er schon eins. Nee, er hat keins gelegt, glaube ich, diese Runde. Da hätte ich wahrscheinlich eher den Oko gelegt. Aber er hat wahrscheinlich nach dem Land gesucht und keins gefunden. Sad. Mhm. Oder scheint was Spielbares zu sein. Ja. Margus. Der ist kauft irre. Eine Runde gegen nichts tatsächlich. Ne, gegen gar nichts. Kann ich Chandra auch ins Gesicht schießen? Ne. Schade. Creature or Planeswalker? Schade.
Ja. Ja, das funktioniert nicht, das wird gekontert. Aber es wird halt jetzt richtig knapp auch. War auch, wenn man jetzt hier wieder nicht in Ovo gespielt hat. 8. Ja, es wird jetzt halt, das wird gerade mit den Magus. Kevin hätte mit der Dings angreifen müssen. Hätte er mit der angegriffen, wäre er tot. Weil der damit den Magus of the Moon freiräumt. Ja. Er muss jetzt den Magus. Er hat aber das Swords noch auf. Das Swords ist tot. Scheiße. Er kann es weder casten, weil er das Mana nicht hat, noch kann er es benutzen, weil Ding. Hier hätte ich auch einfach die Kotel geschossen, meiner Meinung nach. Kommt drauf an, wenn er einen Bonecrush auf der Hand hat, ist er Kevin on the Draw ja. tot. Das wird jetzt geblockt. Wird jetzt geblockt. Und dann kommt wahrscheinlich Oko into Life Gain. Oh, die hat noch keinen Death Touch. Stimmt. Okay, wie kriegt man jetzt noch 2 Damage hin? Mit Kevins Deck glaube ich gar nicht. Doch, man kann noch Ding spielen, aber das scheint. Der müsste zwei von den Edelmütern. Edelmütern rauskriegen. Boah, also das war ein cooles Race. Das war richtig cool. Trotzdem Fehler von Christoph ja. immer noch. Ja. Ja, okay, schön. Die Hand von Christoph war aber auch schlecht. Ja, der Rest war jetzt noch schlecht, klar. Ja, aber an sich, schönes Spiel. Also die Awakened Inferno, ich bestelle mir noch eine dritte. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.